So. Machen wir die schöne Aufnahme jetzt mit. Neue Folge von schön um die 2 Rheinhausen, den hier 51 Juliansberg Herrenberg. Herrenberg Juliansberg. Das Schöne. Ja, es ist nicht toll, wenn man Corona hat. Also. Ich weiß nicht, warum ich das noch nicht bekommen habe. Weil, wie gesagt, ich habe mich nur 2-mal impfen lassen. Seitdem ist bei mir hier echt nur Maske. Mehr habe ich gar nicht in der Hinsicht. Gemacht. Also. Deswegen habe ich auch da nie wirklich Probleme gehabt. Aber ist schon brutal, ey. 40 Stück. Wollen die, dass sie dann auch so viel Klarheit haben wollen, ne? Ist halt heftig. Guten Tag. Einmal Kurzstrecke. Jawohl, mit dem Zehner. Ich glaube, da hast du nämlich alle. Da bei mir gerade raus. Naja, egal. Egal. Ja, glaube ich dir. Aber mal kurz eine andere Frage, Fanta. Hast du das neue Update schon vom LSM angezockt? Die neue Halle. Nächste Haltestelle: Herrenholz. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Weil die Halle, die, also die ist genau die, wo ich eigentlich voll gesucht habe, ne? Also, kannst alles reinschmeißen. Es dürft ja, ja, das Video, was ich da vorbereitet habe, dürfte ja auch bald erscheinen, heute. Nächste Haltestelle, Neuweide Technische Hochschule. Die Halle ist geil. Ist in den Standard-Silos mit drin. Kostet 30.000. Aber du kannst da alles reinballern. Hab's schon versucht. Also, perfekt. Die Halle ist wirklich gut. Wie gesagt, am Montag, nächste Woche Montag, zocken wir halt nochmal LS. Dienstag machen wir überhaupt, zocken wir gar nichts, da werden wir nur malen. Und, was heißt malen? Naja. Das passt ja. So. Kurz was. 1, 2, 3. Ja, klar, kann ich verstehen. Das kann ich voll ganz verstehen. Weil ich habe jetzt heute Morgen noch Position Farming drauf gemacht. Die Zuckerrübenernte steht kurz bevor. Und jetzt halt, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du es auf dem Discord mitbekommen hast. Da ist ja gerade noch eine Abstimmung. Wegen zwei von den Traktoren, Kubota oder ein Q-Serie. Twitter habe ich dabei, ist auch noch eine Abstimmung. Also ist die gleiche. Und vor allem in der Facebook-Gruppe. Ich hoffe, da sind ein paar Farmer dabei, die mir da ein bisschen helfen können. Weil. Ich glaube, das eine Gerät hat 85 PS, für das Kraut wegzuschlagen. Und für die Erntemaschine sind es an sich, ich glaube, 185 PS. What? Oder 100, ich weiß es gar nicht. Ja, der Bus ist Automatik, aber morgen Busfahrer. Schön, dass du da bist. Nächste Haltestelle, Klingweg. Habe ich gerade einen überfahren? Nee, das ist der O560er Bus.
Das ist der hier. Aber den Setra habe ich auch. Hallo. Also die S41er Serie. Die habe ich auch, ja. Also der Fett, das weiß ich gar nicht. Ist das Update schon rausgekommen für die S41er, dass die auf Automatik umgestellt werden, oder ist da immer noch die... noch nicht raus? Ah, wird Zeit, ey. Es wird wirklich Zeit, dass der auf Automatik rauskommt, ey. Das ist... ja, ich... ach, das mit dem Schalten, das ist so eine Qual. Es ist wirklich eine Qual. Sobald du nämlich den Erstgang drin hast... Guten Tag. Moment. Hallo. Sobald du den zweiten schaltest, ist der immer noch im ersten. Also diese Animation, dieses, ne... es ist so ein tolles DLC, aber Automatik muss da rein. Beispiel. Der Linien- oder Überlandbus Setra UL319. Das war ein Schalten 1:1 mit OMSI. Das war... ich hab mir immer abgesoffen. Ich hab's immer geschafft, dass der absäuft, dieser Bus. Egal wie. Ja. Aber den UL319, den meine ich, wo ich den gefahren bin. Ach. Wenn du dir einfach mal die Mühe machen würdest, oder sag mal, es gibt ein... wenn man sich mal die Mühe macht, von dem Setra 319 das Getriebe rauszuholen, die Config-Datei oder was auch immer dazu gebraucht wird. Schreib es einfach um, füge es in den S41 dazu, dann wäre die Sache geritzt. Wenn es denn so einfach wäre. Wie gesagt. Denn... können Sie bitte mal ein bisschen die Heizung anmachen? Das ist ja ganz schön kalt hier drin. Dankeschön. O530 Überlandbus. Oder Citaro U. Ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, deswegen... wie gesagt, deswegen will ich auch irgendwann meine Zweitausbildung zum Fachinformatiker anfangen, wenn dann das Programmieren stimmt. Genau, der ist es. Dann hoffe ich, dass das da in gewissen Kreisen was... nächste Haltestelle, Heidelberger Weg. Alles klar, danke fürs Vorbeischauen, ne? So. Aber das wäre halt schon was. Hallo. Ja, die Datei habe ich noch, wie man den Bus da installiert. Das habe ich noch, aber wie gesagt, das ist halt auch einer. Da fehlen halt nur die Sounds, wo man einfügen muss. Nächste Haltestelle, Mozartstraße. Ich hätte auch da lieber
wie nennt man es denn, ZF-Getriebe drin. Euro 3 halt, ne? Da hast du nämlich auch was Schönes davon. Ja, das ist der von Morphy. Das ist nämlich der. Guten Tag. Ach. So. Das passt ja. Nächste Haltestelle, Robert-Koch-Haus, Universität. Weil der gerne, also wie gesagt, der war damals auch nicht schlecht gewesen, bloß ich habe ihn einmal gehabt, einmal dran gemacht und dann, ja, schade, schade, schade. Also, gute Frage. Wüsste ich jetzt nicht, ob ich den hätte. Chemnitzer. Müssen wir mal gucken. Als dieses Wien-Add-on rauskam, mit diesem... Wann kam das denn raus? Ist ja schon etwas länger her, ne? Also wie gesagt, fand ich auch schon lustig mit der Tram auch dadurch. Nächste Haltestelle, Theaterplatz, Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. So. Perfekt. Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instant Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. Viele Fahrgäste, viel Reinhardt. Pankow Nord, was ist das denn für eine? Hallo. Moin. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Guten Tag. Wieder richtig viel für die Niedersachsen Mitte gefahren. Haltestelle, Domshof Rathaus. Oh, cool. Umsteigemöglichkeit zum Stadtverkehr der RVB sowie zur Stadtbahn. Zur Altstadt und zum RVB-Kundenzentrum bitte hier aussteigen. Ich glaube, Leute, wir müssen uns morgen mal dran setzen und ein bisschen hier die Linie 100 morgen vor Abend und die 165 da mal bei mir in den Ordner reinpacken. Und dann robben wir dem einfach mal hoch, runter, hoch, runter. AB, AB wird auch reichen.
Ah, Oma, alles fit. Hallo. Muss man mal gucken. Nächste Haltestelle, Plankenhof. Ja, hört sich auch gut an. Hört sich auf jeden Fall gut an, also für die 165 Ansagen. Ja. Hallo. Tag. Das wollen wir machen. Naja, wenn ihr morgen Abend Zeit habt, dann können wir uns ja mal kurz das Ganze mal angucken. Treffen wir uns bei mir oder bei Lukas auf dem Discord. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr, zur S-Bahn und zur Stadtbahn. Können wir das hier einfügen? Hat ja was. Hallo. Alles klar. Wäre auch kein Problem. Also, wenn das dann was wird, dann würde ich sagen, können wir uns ja weiß nicht, 16, 17 Uhr treffen. Weil später am Abend zocke ich noch mit dem Kumpel Ark. Krämerbad. Und das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, wenn ich mit dem Kumpel nämlich Ark zocken. Ob ihr gerne das nämlich auf... Oh, mein Gott, der fährt ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder? Ob ihr gerne das, auf YouTube gerne sehen möchtet, paar Folgen. Also, wenn euch das interessiert. Ganz kurz dazu zur Erklärung. ARK ist ein Survival-Game. Mit Dinos. Genauso wie so wie Conan. Und mein Kumpel und ich sind jetzt momentan so auf dem Stand, wo wir sehr weit sind. Also wir können schon viel, viel bauen. Wir haben sogar nicht mal auch Öl gefunden. Also wir sind auf der Karte Ragnarök. Also wie gesagt, wenn euch das gerne mal gefällt, dann mache ich mal so eine schöne Folge. Und dann können wir gerne das mal zusammen. Also wenn 10 Daumen nach oben sind und euch gefällt das, dann mache ich weiter. Aber ansonsten lasse ich es weg. Nächste Haltestelle, Friedrichstraße. Weil das ist nämlich quasi der Support, den ich mir da eigentlich bei YouTube erhoffe dadurch. Ne? Oder dadurch erhoffe. So, perfekt. Hast ja bald geschafft. Hallo. Hallo. Guten Tag. Schönen guten Tag. Einen normalen Fahrschein. Das war mir klar. Danke. Hey, für den Money gibt es nur unnormale Fahrscheine. Wer kommt mir denn da entgegen? Riesinger Klinik.
Ah. Junge, Junge. Alles klar, danke ich dir. Und Tobi, moin. Tut. Ja, sowas liebe ich einfach, ne? Das muss sein. Hallo. Guten Tag. So. Das muss einfach sein. Normalerweise jetzt erst gekommen. Dann hätte ich dich jetzt gesehen. Nice. Nächste Haltestelle, Glücksburger Weg. Ja, ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Das kriegen wir auch noch hin. So. Ja, zwei Haltestellen noch, oder? Jawohl. Sehr schön. Vor allem guck mal gerade links, das Werbeplakat, ne? Das hat da gar nichts zu suchen, ey, ich schwör. Nächste Haltestelle, Schleswiger Platz. Kein Fan von denen da. Also Sportschau ja, aber kein Fan von... Naja. Schwieriges Thema. Aber gut. Da haben wir ja mal wieder was. Jetzt wollen sie alle raus, ne? Ach, fast. Sehr schön. Nächste Haltestelle, Juliansberg. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Diese Fahrt endet dort. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ihre RVB. Jawohl. Da endet die Fahrt. Ja. Also, Freunde. Das schon, wie gesagt. Da haben wir wieder eine Aufnahme im Kasten. Das freut mich.